Ganz herzlichen Dank für die Einführung. Und Sie haben gesehen, eine Eigenschaft ist Nuscheln. Und ich hoffe, dass das heute nicht passiert. Ganz herzlich willkommen im Metropol zum 25-jährigen Jubiläum. Ich möchte Sie durch einen Erfahrungsbericht meiner 22-jährigen Tätigkeit als Onkologe führen. Nicht nur das Onkozentrum hat sich verändert, der Patient hat sich verändert, das haben Sie von Dr. Hoffmann gehört. Der Arzt, die Ärzteschaft hat sich verändert, die diagnostischen Möglichkeiten sind explodiert, Medikamente kommen immer mehr zur, ich beuge mich ein bisschen vor, sonst manchmal ich nuschle. Wir haben immer mehr Medikamente zur Verfügung, wir wissen aber auch, wie wir diese Medikamente immer besser einsetzen. Wir konnten die Prognose von Patienten verbessern, aber wir haben Behandlungskosten massiv gesteigert. Der Patient ist heute interessierter, informierter durch Zeitungen, durch Internet, durch Social Media. Er ist wissensbegieriger, selbstständiger und kompetenter geworden, aber auch kritischer und anspruchsvoller. Der Arzt ist heute offener, kommunikativer geworden, nicht mehr der Mann im weißen Kittel. Er ist partnerschaftlicher, er ist kompromissbereiter, auch alternative Therapiemethoden mit einzubeziehen. Er muss in stetiger Ausbildung bleiben, weil die Medizin sich so rasch entwickelt. Er ist anpassungsfähig und zunehmend weiblicher insofern, dass wir immer mehr Ärztinnen haben. Wir erleben eine Feminisierung des Ärzteberufes, was nicht emotionell nicht schlecht ist. Er ist interdisziplinär, er ist spezialisierter und das Kernelement der onkologischen Behandlung ist heute ein Tumorboard. Ein Tumorboard, in dem mehrere Fachspezialisten über einen Patienten und sein Problem entscheiden. Und es gibt nicht nur allgemeine Boards, es gibt spezialisierte Boards für Brust, für Darmtumoren, für hämatologische Probleme, für Nierentumoren, für gynäkologische Tumoren, für Lungenkrebs. Aber auch Genetik, Molekulargenetik spielt eine große Rolle. Nun, wie ist es gekommen, dass von einer Einzelpraxis, Dr. Hoffmann links, das größte onkologische Ambulatorium der Ostschweiz gegründet werden konnte? 1997 hat sich Dr. Hoffmann entschlossen, Stützen in sein System einzubauen. Diese Stützen waren ich und Dr. Huber, ähnlich wie die Stützen der Mila Voskova, die jetzt stolz über der Klinik im Park thront. Die musste nämlich während dem Bau auf Riesenstützen gestaltet, gehoben und gesichert werden. Sie sehen, sie steht noch heute. Wir haben unsere Praxistätigkeit in einer charmanten Villa, Villa Hoffmann später genannt, erlebt. Eine gemütliche Praxis mit sensationellem Ausblick auf den See und sensationellen Sonnenaufgängen in der Winterzeit, die die Patienten in den ersten Stunden genießen konnten. Aber wir sind rasch aus den Nähten geplatzt und mussten 2008 umziehen in die Nähe der Klinik im Park an die Seestraße 259, die Sie sicher kennen. Wir haben den See ausgetauscht durch einen Garten und ich kann mit Ihnen Garantie sagen, wir sind die einzige Praxis, die einen Garten führt, in dem Patienten draußen eine Therapie machen dürfen. Aber wieder im 10-Jahr-Rhythmus sind wir wieder zu klein gewesen und darum haben wir wieder eine Praxis gegründet, das mal auf der rechten Seeseite an der Seestraße 214, wo wir zusammen mit dem Brustzentrum eine große Onkologie gegründet haben, hier ein bisschen Eindrücke. Mittlerweile arbeitet ein stabiles, hochmotiviertes und hochspezialisiertes Team von Onkologen zusammen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich unser neues Mitglied, Frau Dr. Elena Kralidis, bitten, mal aufzustehen. Sie wird am nächsten Montag die Arbeit am Onkozentrum beginnen. Herzlich willkommen, Elena. Wir haben Kooperationen gesucht, Kooperationen mit Brustzentrum, Kooperationen mit der urologischen Klinik in Bülach, mit Uroviva. Wir betreiben dort externe Onkologie. Die Diagnostik hat sich gewandelt. All diese Punkte, die hier aufgeschrieben sind, massiv haben sich verbessert. Und ich kann Ihnen nur ein kleines Beispiel nehmen. Als ich noch ein junger Onkologe war, kannte man zwei Typen von Brustkrebs. Einen kleinzelligen Brustkrebs und einen großzelligen Brustkrebs, so wie der Pathologe das halt beschrieben hat. Große Zellen und kleine Zellen. Mittlerweile können wir durch molekulargenetische Untersuchungen den großzelligen Krebs, nicht kleinzelligen Krebs,
so weit aufeinanderteilen, dass wir molekulargenetisch kleine Subtypen erkennen können, die therapeutisch wichtig sind, weil diese Patienten von anderen Therapien als Chemotherapie massiv profitieren können. Natürlich bleibt die Basis der Behandlung immer noch die Chemotherapie und für hormonabhängige Tumoren natürlich die antihormonelle Behandlung. Aber das Wissen um Molekulargenetik hat dazu geführt, dass eine weite Gruppe von Medikamenten, die gezielten Therapien Einzug gehalten haben um das Jahr 1000 herum und neu jetzt immunonkologische Medikamente, die eigentlich heutzutage mehr eingesetzt werden als Chemotherapien. Sie sehen, bis 1990 wurde pro Jahr etwa ein Medikament pro Jahr neu eingeführt. Letztes Jahr sind es in den USA 39 Medikamente gewesen. Das ist nur die kleine Spitze des Eisberges. Über 1000 Produkte sind in Entwicklung für Krebsbehandlungen. Treibend dafür sind die großen Firmen mit ihren Milliardenumsätzen, auch darunter Schweizer Firmen wie die Roche und die Novartis. Und wir haben derart Medikamente, dass wir mittlerweile Schwierigkeiten haben, diese Medikamente anzuwenden, weil wir nicht mehr wissen, wann, in welcher Sequenz. Und es ist vielleicht einfacher, durch das U-Bahn-System von Tokio zu gehen, als mit den neuen onkologischen Medikamenten umzugehen. Ein wesentlicher Durchbruch in der Behandlung des Krebses, und darüber redet man niemand, ist, wie kann man Übelkeit unter Chemotherapie unterdrücken. Das war eine Revolution. Und die links aufgeführten Medikamente, die sie schrittweise ab den 1990er Jahren bekommen haben, haben dazu geführt, dass nur noch 1% der Patienten nach einer Chemotherapie erbrechen müssen. Als junger Onkologe habe ich ein Buch gekauft, 2001, weil ich ein bisschen mehr wollte über eine chronische Blutbilderkrankung, die chronisch-myeloische Leukämie. Sie basiert auf einem einzelnen genetischen Defekt. Ich hätte das Buch nicht kaufen sollen, weil es war eine Fehlinvestition. Ich hätte das Buch von Herrn Vasella von der Novartis kaufen sollen, Magic Cancer Bullet. Das Medikament hat nicht nur die Krankheit revolutioniert, es hat die Onkologie revolutioniert. Patienten, die dieses Produkt STI-571 erhalten haben, sind an ihrer Krankheit nicht mehr verstorben. Innerhalb von 30 Tagen hat sich das Blutbild normalisiert. Ein großer Teil der Patienten hat über wenige Monate kaum mehr nachweisbare Erkrankungen. Und wenn man die Langzeitprognose dieser Patienten anschaut, haben sie praktisch eine normale Lebenserwartung, wo sie früher innerhalb von wenigen Jahren daran verstorben sind. Lungenkrebs nicht heilbar. 1990 haben wir 20% Überlebenswahrscheinlichkeit trotz Behandlung gehabt. Heute liegen wir mit den modernen Möglichkeiten von Immuntherapeutikum bei knapp 70%. Und ich habe zur Vereindrücklichung diese beiden prognostischen Kurven auf der rechten Seite hingelegt. Sie sehen den Unterschied 1996 und 2018. Man stellt sich dann die Frage, ja, kann man mit diesen neuen Medikamenten, mit diesen Immunonkologika-Krankheiten vielleicht heilen? Das wissen wir noch nicht, aber schauen Sie mal Langzeitdaten an mit einem Antikörper, neuen Antikörper. Wenn Sie die gelbe Kurve rechts anschauen und die blaue Kurve rechts anschauen, das sind die Patienten, die am besten auf diese Therapie reagieren, dann sieht man ein Plateau und wir haben fast 30% der Patienten, die nach 5 Jahren noch am Leben sind. Ähnlich das maligne Malom. Früher eine katastrophale Diagnose, kaum therapierbar, Überlebenschance auch mit Chemotherapie klein. Heute werden monoklonale Antikörper, Immuntherapeutika eingesetzt mit einer Überlebenswahrscheinlichkeit in den ersten 2 Jahren von 66%. Und auch hier habe ich mir erlaubt, was man nicht machen sollte. Meine Kollegen werden mich das strafen. Sollte man eigentlich nicht machen. Diese Prognosekurve in Deckung richten. Verglichen Sie grün mit blau auf der unteren Kurve. Die Krebssterblichkeit geht zurück. Die geht nicht zurück wegen der Therapie alleine, sondern auch wegen diagnostischen Möglichkeiten, Frühdiagnose von Krebs. Aber sie geht zurück und sie geht massiv zurück, bei Männern als auch bei Frauen. Aber bei Frauen steigt die Häufigkeit von Lungenkrebs deutlich an, bei Männern fällt sie ab. Dann endlich haben wir vielleicht auch Good News von Übersee, von den USA, und nicht nur Fake News. In Amerika sinkt in den letzten 5 Jahren die Lungenkrebssterblichkeit auch bei der Frau. Das sind Good News. Die schlechten Nachrichten, die
die Onkologie ist ein extrem Kostentreiber im Gesundheitswesen der Schweiz. Sie können sich vorstellen, dass die Kosten für die Krebsbehandlungen in den letzten 10 Jahren etwa verdreifacht haben. Sie können sich vorstellen, alle Jahre 80 Millionen Schweizer Franken mehr. Im letzten Jahr 200 Millionen mehr, wahrscheinlich durch diese neuen Immunonkologika. Wir geben für 15% aller Patienten 900 Millionen pro Jahr aus. Und dadurch kommt natürlich die Onkologie, der onkologische Patient, der onkologische Arzt ins Kreuzfeuer der Politik. Und ich möchte hier nicht einen politischen Exzess starten, weil es hat keinen Sinn. Sie haben viele positive Sachen gehört. Ich möchte lieber einen Rückblick machen. Ich habe mit meinen Patienten in den letzten 22 Jahren viele emotionelle Momente durchlebt. Gute, schlechte, freudige, traurige. Ich bin daran gereift und ich habe gelernt, mit Patienten umzugehen. Und das Wissen ist eigentlich die Zukunft für jeden Onkologen. Er hat gelernt, besser mit Patienten umzugehen. Ich möchte mich bedanken für Ihr zahlreiches Erscheinen und insbesondere möchte ich mich für eine Patientin, die im hinteren Raum sitzt, bedanken. Sie hat uns vor 2 Tagen einen Kuchen zugestellt, 2x auf jeder Seeseite einen Kuchen zugestellt, als Dank und als Geschenk für unseren Geburtstagsanlass. Ich weiß nicht, ob er 25 cm hoch war, aber er war recht hoch. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken, Frau Hautz. Thank you.